Deswegen jetzt einen Riesenapplaus und viel Spaß mit dem Waggon Jazz Trio. Hallihallo, freut mich sehr, heute hier zu sein mit meinen beiden Mitstreitern hier. Wir haben gerade ein Stück von Bud Powell gespielt, das hieß Audrey, und machen jetzt ein Stück von einem Typen, der heißt FX Twin. Es ist eher so irgendwo im Techno-Chill-Bereich angesiedelt, aber in der Version von The Bad Plus, das ist ein New Yorker Jazz-Trio, und das Stück heißt Flim. Eins, zwei.
Wer an Stromberg gedacht hat, wer weiß, was die aus der Nummer gemacht hat. Dankeschön. Okay, wir spielen ein Stück von Rey Oviedo in unserem Setting, ausnahmsweise mit einem wirklich eigenen Arrangement. Und das Stück heißt La Samba. Thank you.
Am Bass haben wir den Andreas Donner. Am Schlagzeug haben wir Mr. Peter Pasche. Und an der Komposition haben wir beim nächsten Stück Mr. Cedar Walton. Ist auch jemand, der gar nicht so oft vorkommt wie Keith Jarrett Chicoria oder McCoy Tyner. Aber ist echt gut, wie ich finde. Jedenfalls, wir spielen das Stück Firm Roots. Thank you.
Vielen Dank, Dankeschön. So, wir springen ja ein bisschen durch die Jahrzehnte und kommen jetzt wieder in den 90er Jahren an mit einem Stück von Mike Manieri von der Gruppe Steps Ahead mit dem Titel Islands. Das hat drei Seiten, da müssen wir gerade ein bisschen mit den Heftklammern hier arbeiten. So. Fängt mit drei Viertel an, geht dann in vier Viertel weiter, muss man mit dem Anfangstempo aufpassen, sonst fliegt man in der Mitte aus der Kurve. Thank you.
vielen Dank. Dankeschön. Jetzt das da drüben, ja. Vielen Dank. Wie viel Uhr haben wir? 10 Minuten haben wir noch. Okay, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Okay. Alles klar.
Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für das Waggon Jazz Trio.